Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und willkommen zu einem neuen Part Kaiserreich. Wir sind bereits am 18. März 1939 angekommen und da wir in den letzten Jahren die inneren Probleme, seien sie politisch oder wirtschaftlich, überwunden haben, können wir uns jetzt auf die Außenpolitik und die finale Mobilmachung des Deutschen Reiches konzentrieren. Seit dem letzten Part gab es einiges an Konferenzen und Abstimmungen mit unseren Partnern. So haben wir festgestellt, dass die Franzosen nicht wirklich verhandlungsbereit sind. Wir haben uns einmal ihre Ideen angeschaut mit gewissen informationstechnischen Mitteln und dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass sie davon abhängig sind, dass die Weltlage weiter eskaliert. Uns wurden nämlich Geheimpläne offenbart mit dem Titel Deutschland ausschalten und das ist schon mehr als eindeutig. Und diese können sie allerdings erst vor ihrer Bevölkerung und den Verbündeten rechtfertigen, wenn die weltweite Spannung einen Wert von 75 erreicht hat oder spätestens im fortgeschrittenen Jahr 1940. Das heißt, die Franzosen werden kommen, egal was wir machen. Allerdings haben wir noch etwas Zeit. Wir haben noch 25% Weltspannung und sofern wir jetzt auch versuchen, etwas deeskalativ zu wirken, können die noch eine Weile anhalten und bis zum August 1940 ungefähr ist es auch noch eine Weile. Das bedeutet, wir müssen jetzt nicht sofort kurzfristige Ziele umsetzen, Bunker bauen etc., sondern wir können schon noch etwas langfristig agieren, noch können wir neue Technologien erforschen. Aber wir müssen langsam aber sicher wirklich anfangen, Truppen auszuheben und vor allem müssen wir auch Kriege gewinnen. Und da wir in Italien und auch in den USA nicht wirklich vorankommen, zumindest nicht so schnell, wie ich es gern hätte, habe ich eine kleine Geberkonferenz veranstaltet und die Staaten eingeladen und sie gefragt, was braucht ihr denn? Was fehlt euch? Und dann haben wir aus den deutschen Lagern Luftwaffe, Artillerie und Infanterie in die betroffenen Länder geschickt, einfach um die dortige Armee zu stärken. Wir können ja leider immer nur 3 Einheiten und inzwischen übrigens auch 3 Flugzeuge schicken. Das reicht aber nicht aus, um den Krieg zu gewinnen. Deswegen dachte ich, die Materialien sind bei unseren Verbündeten definitiv besser aufgehoben. Wir haben ihnen fairerweise das alte Material geschickt, weil wir brauchen eine hochmoderne Armee. Aber das ist egal, das hat denen gereicht, das war besser als nichts. Und seitdem können wir tatsächlich hier auch Fortschritte erzielen. Dasselbe gilt für die USA, dort war es extrem teuer. Wir haben relativ viel Infanteriewaffen, aber auch Artillerie schicken müssen. Und es reicht leider immer noch nicht ganz, also ihre Truppen sind immer noch nicht ganz ausgestattet. In Italien war es tatsächlich so, dass die Luftwaffe hatten, aber kein Öl, um es zu betreiben. Dementsprechend geben wir aktuell so ein bisschen was von unserem Öl an die Italiener ab, da wir mehr als genügend haben. Dadurch konnte dort drüben die Luftüberlegenheit gesichert werden. Hier in den USA ist es jetzt so schön, dass wir tatsächlich bis nach Charleston vorrücken konnten. Ihr seht, dass die Frontlinie mal wieder ein bisschen verbuggt ist. Das war neulich in Spanien auch schon so. Das ist aber sehr gut. Das heißt, wir haben hier die Versorgungslage gesichert. Da vorne kommt nicht mehr viel außer Pittsburgh. Aber deswegen würde ich meine Truppen an der Stelle nutzen und auf jeden Fall versuchen, jetzt in naher Zukunft, das sind übrigens absolute Eliteeinheiten, Richtung Washington vorzurücken. Wir müssen auch dringend mehr Armeeerfahrung sammeln, da ich schon sehr, sehr lange eigentlich hier Artillerie hinzufügen möchte. Das ist essentiell. Also wir können keine Armee ohne Artillerie aufbauen. Das ist aber sehr, sehr teuer. Deswegen erforschen wir gerade alles Mögliche oder legen unseren nationalen Fokus darauf, dass wir die negativen Auswirkungen des Siegers des Ersten Weltkrieges wegbekommen. Da hatten wir 25% wegbekommen und hier nochmal 25%. Deswegen wächst das Ganze aktuell und ich hoffe, dass wir jetzt sehr zeitnah in den Kriegen Fortschritte machen. Viele Gegner überrennen und ausschalten und dadurch eben auch Erfahrung sammeln. Außerhalb der außenpolitischen Ziele ist es heute das Ziel, das Kriegsvorbereitungsgesetz zu erlassen. Dafür müssen wir eine Reihe von Foki abschließen, daran arbeite ich auch aktuell, der aktuelle gehört da beispielsweise dazu. Und wir müssen die Industrie ausbauen mit industriellen Projekten, das heißt wir werden uns damit auch noch ein wenig auseinandersetzen. Gleichzeitig muss die weltweite Spannung hoch genug sein und so weiter, das schaffen wir alles. Also da liegt jetzt auf jeden Fall der Fokus drauf und das korreliert auch sehr, sehr gut mit unseren Zielen, da wir hier zum Beispiel die Altgardisten stärken können, das ist sowieso noch ein Ziel. Umso höher die sind bei Kriegseintritt, desto besser für unser Land. Wir bekommen hier jede Menge an Militärfabriken etc. Also das ist auf jeden Fall in unserem Sinne. Ist dann die Frage, wie weit wir noch politisch agieren wollen. Da hatte ich mir überlegt, dass wir es jetzt doch so ein bisschen in eine Richtung schwenken lassen, zum Beispiel in die DVLP, um dann einen dieser extrem starken Foki hier quasi zu verwenden. Das geht ja immer nur, wenn wir keine Balance mehr haben. Das hat jetzt aber keine sonderlich hohe Priorität, da wir hier noch die Industrieentscheidung freischalten müssen, da wir
davon auch einige brauchen, um dann eben unser Kriegsvorbereitungsgesetz zu erlassen. Was aber ebenfalls wichtig ist, wir sind jetzt im Jahr 1939, sind diese 50 Armeeerfahrungen hier, damit können wir definitiv unsere Armee ausbauen. Und wir bekommen noch ein zusätzliches Forschungsteam, was extrem wichtig wird, da wir durch die fortgeschrittene Zeit jetzt auch sehr viel mehr Technologie haben, die wir potenziell erforschen können. Also ihr seht, ich weiß gar nicht, wohin mit den Foki, und wir müssen uns wirklich ranhalten. Wenn wir uns die Situation in Italien detailliert anschauen, sehen wir, dass wir ein kleines Luxusproblem haben. Und zwar haben wir dem Italiener so viele Jäger geschickt vor allem, dass wir hier nicht mehr wirklich Platz haben, unsere zu positionieren. Deswegen können wir die jetzt hier nach hinten ziehen. Also sind wir noch gerade so im Umkreis der Front. Das bedeutet, unsere Jagdbomber, die ich jetzt nur noch hingeschickt habe, weil die Gegner eben genügend Jäger haben, sollten trotzdem die Feinde ansatzweise erwischen. Und unser Ziel mit den Einheiten wäre es dann auf jeden Fall jetzt Richtung Lucca vorzustoßen. Da die, also unsere Italiener, Sizilianer im momentanen Vorstoß sind, wäre daher mein Ziel, dass wir hier mal einen Angriffsbefehl aufladen, da kurz warten und dann versuchen, diesen Flughafen da oben zu sichern, unsere Flugzeuge dort zu positionieren und dann damit den Kessel zu schließen. Solange sich unsere Truppen in Italien aber vorbereiten, können wir mit der antisozialistischen Kampagne fortfahren. Dort haben wir ja wirklich sehr, sehr nette Sachen, die eben die Sozialdemokratie extrem schwächen, aber uns auch in Teilen zugutekommen. Zum Beispiel hier haben wir nachhaltig eine Schädigung der sozialdemokratischen Unterstützung und die Mobilmachungsrechte werden günstiger. Also wenn wir später im Kriegsfall auf Kriegsindustrie wechseln wollen, ist das eben sehr viel günstiger. Hier bekommen wir noch Kriegsunterstützung. Das ist auch sehr, sehr wichtig, da es uns daran absolut mangelt und wir immer noch nicht auf die 20 Befehlsmacht kommen, die wir bräuchten, um wirklich gute Generäle etc. einzustellen. Dementsprechend wählen wir hier den nächsten Trade auch noch aus und nutzen jetzt die restlichen 50 Punkte, um tatsächlich eines der ersten Industrieprojekte durchzuführen. Dort haben wir nämlich die Möglichkeit, jeweils eine Zivilfabrik und eine Infrastruktur zu bauen. Das finde ich relativ fair und ich würde sagen, wir beginnen mit der Fertigstellung der Talsperre von Lehnmühle. Also eine Zivilfabrik, eine Infrastruktur. Wir müssen 3 Zivilfabriken dafür nutzen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber das lohnt sich langfristig trotzdem. Übrigens noch ein kleiner Tipp, das funktioniert mit Provinzen, aber auch Einheiten. Ihr könnt auf eine Provinz klicken und dann STRG 1 und STRG 2 zum Beispiel drücken. Ich habe das jetzt gemacht in Italien mit 2. Wenn ich da jetzt zweimal auf die 1 drücke, springe ich nach Italien. Wenn ich zweimal auf die 2 drücke, springe ich in die USA. Und das macht es hier deutlich einfacher, die Front zu verwalten, da wir jetzt hier versuchen müssen, Ablenkungsangriffe an mehreren Frontabschnitten zu starten, aber dann eben auch hier Richtung Washington vorzurücken. Das könnte hier ziemlich eng werden. Wir haben aber Luftüberlegenheit, auch wenn unsere Luftwaffe Stand jetzt nicht hier vorkommen kann, größtenteils. Wir sollten auch auf definitiv mal die Luftnahunterstützung aktivieren. Das bedeutet, wir sollten mit unserer zusätzlichen Einheit, die wir haben, versuchen, so schnell wie möglich diesen Flughafen zu erobern. Das wird ein bisschen eng werden. Gegebenenfalls schaffen wir es auch direkt auf Washington, aber ich denke mal, wir werden eher zu Plan B greifen müssen und hier einmal außen rumlaufen. Wir können dann auch dieses Supply Hub verwenden, da es sich hierbei um ein Hafen handelt. Problem ist natürlich nur, dass wir hier im Gebirge sind, aber das ist alles kein Problem, weil wir jetzt endlich die Armeeerfahrung freigeschalten haben, um hier eine Artillerieeinheit hinzuzufügen. Das gibt eine Frontbreite von 23, das ist noch nicht optimal, das werden wir auch anpassen, aber wir können jetzt hier leider, okay, wir können kostenlos eine Einheit entfernen. Das heißt, wir nehmen hier eine Frontbreite von 21, das ist sehr, sehr angenehm und jetzt warten wir auch noch kurz, bis unsere Truppen damit ausgestattet sind und dann starten wir jeweils unsere Offensiven. Wenn wir mal einen kurzen Blick auf die Logistik werfen, dann sehen wir, dass wir zum Beispiel relativ viel Artillerie haben, aber uns fehlt die moderne Artillerie. Und wir sehen auch, dass wir viel zu viel alte haben. Ich hätte noch mehr eigentlich an unsere Alliierten schicken können. Also es ist wirklich eine Strategie, die ihr verfolgen könnt. Wenn eure Verbündeten nicht durchkommen, schickt ihnen Waffen. Ihr bekommt die halt wahrscheinlich nicht zurück und es kann auch sein, dass die Verbündeten dann euch gar nicht mit dem Krieg helfen, aber wenn ihr eben solche strategischen Feinde wie die Syndikalisten habt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Wir beobachten jetzt aber, dass wir genügend Luftabwehr haben, uns fehlt Artillerie, Infanterie-Equipment haben wir auch noch nicht so viel vom Neuesten, das haben wir auch erst erforscht, ansonsten sind wir eigentlich sehr reichhaltig ausgestattet. Was man natürlich immer mehr haben kann, ist Luftwaffe und Panzer. Das heißt, wir müssen jetzt entscheiden, was wir wollen. Ich denke mal, noch ein bisschen mehr der neuen Infanterieausrüstung zu produzieren, könnte eben sinnvoll sein, da jede Einheit diese braucht. Dann würde ich auf jeden Fall noch die Panzerproduktion hochfahren und auch die Artillerie. Und zwar in exakt umgekehrter Reihenfolge. Also jetzt erstmal die Artillerie, weil wir die jetzt im Gefecht brauchen. Und dann eben die Panzer. Was wir jetzt auf jeden Fall auch noch machen werden, einmal ist ein Blick darauf zu werfen, wie viel Luftwaffe denn die Syndikalisten produzieren. Dafür öffnen wir einmal die Spionagemappe und sehen, die Franzosen produzieren 8 bis 10. Und hier haben wir 13, sprich ungefähr 23. Und wir sind bei 14.
Das heißt, wir sollten auf jeden Fall unsere Luftwaffenproduktion drastisch erhöhen mit einer Tendenz hin zu den Jägern. Wir werden wahrscheinlich nicht in den Genuss von Luftüberlegenheit kommen so schnell. Dementsprechend würde ich sogar jetzt sagen, wir müssen die Jäger priorisieren, dass wir überhaupt eine Chance haben, nicht mal unbedingt Luftüberlegenheit zu erreichen, sondern dass wir nicht komplett kaputt gebombt werden. Wir müssen nämlich gar nicht anfangen, Bunker beispielsweise zu bauen, wenn die Gegner Luftüberlegenheit haben. Und das Problem ist, die Franzosen sind uns leider aktuell aufgrund ihres Fanatismus, ihres Wahnsinns, militärisch ein wenig überlegen. Und wir werden Probleme haben, diese Front zu halten. Wir sind auch leider sehr weich geworden. Unsere Regierung versucht ja seit Jahren jetzt dagegen anzukämpfen, aber wir sind verweichlicht. Die Armee ist nicht mehr das, was sie im Großen Krieg war, und dementsprechend müssen wir uns erstmal eingraben. Wir müssen die Luftüberlegenheit sichern, wir müssen unsere Bunkeranlagen sichern und deswegen eben hier die Priorität auf die Luftwaffe. Tatsächlich haben wir aber genügend Luftwaffenerfahrung bekommen, um hier einmal die erste Doktrin auszuwählen, die die Luftüberlegenheit etwas erhöht. Das ist natürlich sehr praktisch. Wichtiger ist aber natürlich die Effizienz der Luftnahunterstützung, weil das ist das, was den Schaden an den feindlichen Truppen dann tatsächlich generiert. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir genügend Punkte übrig haben. Ich würde nämlich tatsächlich sagen, dass wir jetzt langsam aber sicher mal anfangen, die neuen Flugzeuge zu erforschen, sodass wir da einen technologischen Vorteil haben. Wichtig ist natürlich aber auch, dass wir die Kanone etc. bekommen. Deswegen würde ich sagen, wir erforschen die jetzt als erstes, da wir da keinen Malus haben. Und dann, wenn in einem Tag die nächste Technologie frei wird, können wir uns überlegen, ob wir damit jetzt weiter die Industrie stärken. Das wäre nämlich auch sehr wichtig, aber da sehe ich nicht wirklich viel, was relevant wäre aktuell. Öl und Ressourcen haben wir tatsächlich aufgrund unseres Sieges im Großen Krieg genügend. Auch hier hätten wir überall Mali, die wir berücksichtigen müssen. Panzer wären jetzt noch so eine Sache. Da müssen wir jetzt natürlich abwägen, was ist wichtiger, Panzer oder Jäger. Und da werfen wir mal einen Blick darauf, okay, wir haben in 15 Tagen noch was frei. Das heißt, ich würde jetzt, um mein Gewissen zu beruhigen, weil ich bin ehrlich, die Luftüberlegenheit der Syndikalisten macht mir ein bisschen Kopfschmerzen. Wir wählen jetzt hier mal die hochagilen Jäger von Focke Wulf und mit der verteilten Industrie, sobald die bereit ist, erforschen wir dann direkt den neuesten Panzer, um, wenn wir schon nicht mit Quantität übertrumpfen können, und das können wir nicht gegen Syndikalisten, dann können wir wenigstens mit Qualität und fortschreitender Technologie überzeugen. Es gibt mal wieder zwei interessante Entwicklungen in unserem Land. Zum einen geht es um die Regionalparteien, speziell in der preußischen Provinz Hannover. Dort vor allem das Herzogtum Braunschweig, das Fürstentum Schaumburg-Lippe und Großherzogtum Oldenburg. Diese versuchen seit Jahren etwas mehr Autonomie zu erlangen und sind überhaupt nicht mit der Eingliederung in das preußische System einverstanden, weswegen sie auch in Form der Welfenpartei, der DHP, immer wieder versuchen, autonome Rechte herzustellen. Genauso wie die Sachsen, die ebenfalls mehr Autonomie möchten. Das ist natürlich prinzipiell nicht sonderlich gut. Sie veranstalten jetzt auch mal wieder ihre patriotischen Feste, in denen sie an ihre lokalen Traditionen erinnern. Allerdings haben wir tatsächlich den Vorteil, dass diese so untereinander verstritten sind, dass wir nicht davon ausgehen, dass diese Kleinstparteien politischen Einfluss ausüben können. Und das begrüßen wir natürlich und sichert nochmal in Teilen unsere politische Macht, da sie nicht gegen den Zentralstaat aufbegehren werden. Weiterhin gibt es eine gute Nachricht, und zwar wurde der Deutsche mit dem Künstlernamen Vidunas für den Literaturnobelpreis nominiert. Er schreibt tatsächlich eher gegen unsere Interessen und verteufelt die Expansion des Deutschen Ordens in litauische Gebiete, wo er selbst auch Teile seiner Wurzeln her hat. Wir könnten ihn jetzt aus dem Ausschuss drängen, damit er auf keinen Fall gewinnt, und das würde auch unseren autoritären Einfluss vergrößern, aber wir feiern einfach, dass es ein Deutscher an die Spitze der Literatur geschafft hat und erhöhen damit die Stabilität im Land. Da es aktuell so gut läuft, bauen wir jetzt auch noch das Wasserkraftwerk in den Alpen aus und rücken tatsächlich nach Lucca vor, wodurch wir diesen Flughafen sichern und unsere italienischen Jagdbomber an die Front bewegen können. Das bedeutet, dass wir sie jetzt genau hier in der Region einsetzen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach Florenz vorrücken, müssten wir eigentlich mit Luftüberlegenheit rechnen können, die dem Feind immensen Schaden zufügt in Form von Organisation, aber auch von Stärke. Und wir sehen auch, zumindest ein bisschen, dass unsere Einheiten deutlich stärker werden durch den Einsatz von Artillerie. Das bedeutet, in Italien werden wir jetzt wahrscheinlich in kürzester Zeit vorrücken, vor allem weil die Sozialistische Republik tatsächlich der Italienischen Republik den Krieg erklärt hat, wodurch die Front für die Syndikalisten hier eigentlich nicht mehr zu halten ist. Die werden jetzt von beiden Seiten überrannt, und ich würde sagen, wir starten jetzt hier tatsächlich einfach nur eine
einen Angriffsbefehl, um unsere Truppen in der Offensive zu halten, um Armeeerfahrung zu sammeln. Aber ansonsten konzentrieren wir uns einfach nur auf die Offensive in den USA. Und hier erforschen wir jetzt noch einmal den mittleren Panzer, natürlich wieder mit Hilfe von Daimler. Wir stehen jetzt vor der Aufgabe, diesen Fluss zu überqueren. Das könnte tatsächlich relativ problematisch werden, aber die Amerikaner setzen glücklicherweise Transportflugzeuge ein, um uns hier zu unterstützen. Die haben wir ihnen auch in Teilen zugesendet und ich dachte nicht, dass sie tatsächlich so effizient werden. Aber es reicht nicht ganz aus, um jetzt hier tatsächlich noch Versorgung zu haben. Das heißt, wir nutzen verschiedene Einheiten, um an bestimmte Positionen vorzurücken. Und ich würde auch ganz gerne die Provinz hier noch sichern. Sobald wir nämlich Baltimore besitzen, ist Washington theoretisch erobert, was an der Stelle jetzt auch so passiert ist. Gut, das bedeutet, wir hätten gar nicht hier einmal außen rumlaufen müssen. Wahrscheinlich haben unsere Truppen aber dann doch zur Destabilisierung der Front an der Stelle beigetragen. Und wir besitzen jetzt einen Hafen, einen Flughafen und eben Washington, was natürlich riesen Vorteile sind, auch wenn der Hafen jetzt direkt einmal belegt ist. Aber da vorne haben wir auch nochmal einen. Das bedeutet, wir versuchen jetzt mit unseren Truppen hier in Richtung Neuengland vorzurücken und so gut es eben geht, New York zu erobern. Gleichzeitig müssen wir aber einen Blick nach Österreich-Ungarn werfen. Die werden jetzt nämlich föderalisiert und schließen sich zu einem zentralen Staat zusammen. Das ist natürlich in gewisser Weise positiv, aber auch besorgniserregend, da wir dann auf jeden Fall mit diesem Staat gute Verbindungen pflegen sollten, da natürlich ein Zwei-Fronten-Krieg gegen Österreich extrem problematisch wäre, da es sich um einen absolut starken Machtblock handelt. Ich denke aber, dass unsere Brüder uns tendenziell in Konflikten eher zur Seite stehen werden. Während wir hier quasi problemlos Richtung New York vormarschieren, können wir jetzt mal die Anpassung an die Moderne abschließen. Dadurch bekommen wir eben Möglichkeiten, mit den Altgardisten zu interagieren und wir haben einen neuen Forschungsslot freigeschalten und werden auch gleich noch die Luftwaffe hier vollenden. Da ist es tatsächlich mein Ziel, dass wir jetzt relativ zeitnah die bessere Flak erforschen, da wir die dann eben auch tatsächlich produzieren können. Also diese Artillerie Boni, die reichen auch, wenn wir die einen Tag vorm Krieg haben. Aber gerade die Flak sollten wir so früh wie möglich haben, da wir damit dann, und da kommen leider immer wieder Streiks, gegen die Amerikaner bzw. französische und britische Luftwaffe gegenhalten können. Gleichzeitig versuche ich hier jetzt auch noch immer die besseren Kanonen für unsere Flotte zu erforschen, um dann so gut es geht gegen die britische mit eben neuester Technologie gegenhalten zu können, ähnlich wie bei der Luftwaffe, wobei da klar sein wird, wir werden erstmal zu Land kämpfen und parallel unsere Flotte aufbauen. Die wird zu Kriegseintritt definitiv nicht bereit sein, aber wir tun unser Bestes, um dann gegebenenfalls, falls wir es schaffen, die Franzosen auszuschalten, dann eben eine Chance haben gegen die Briten. Der Angriff auf New York wird nun ziemlich knifflig werden, da wir hier einmal über einen wirklich, wirklich großen Fluss drüber müssen und das tatsächlich schon eher unter 60% Malus fällt. Das bedeutet, dass wir hier jetzt erstmal warten müssen, dass die Gegner uns angreifen. Das ist natürlich optimal. Und dann müssen wir versuchen, mit unserer Luftwaffe so gut es geht, eigentlich in diese Region hier zu kommen. Aber ich denke mal, das zählt gerade noch so dazu, dass unsere Bomber vor allem hier Luftunterstützung wirken können. Wir haben jetzt leider nicht mehr so viele Jäger und so weiter, weil wir die in Teilen eben an die Kollegen hier geschickt haben. Das Ziel könnte natürlich auch parallel sein, jetzt die Syndikalisten so schnell es geht auszuschalten. Aber auch wenn es ganz gut aussieht, ist hier noch ziemlich viel Land zu holen. Ja, wir können natürlich nach Pittsburgh und so weiter vorrücken, aber das empfinde ich auch als etwas problematisch, da wir hier durch ein ewig langes Gebiet ohne Supply müssten. Dementsprechend würde ich sagen, wir sammeln alle unsere Truppen und versuchen tatsächlich hier mit einem vollen Angriffsbonus und allem, ja, wir können ihn auch aufladen, indem wir da die Front ziehen, wenn es ein bisschen verbuggt ist, macht keinen Unterschied, hier dann Richtung New York vorzurücken. Der Krieg in Italien scheint langsam aber sicher gewonnen zu sein. Sie versuchen noch verzweifelt uns anzugreifen, aber haben überhaupt gar keine Erfolge mehr. Wir haben jetzt tatsächlich auch die Altgardisten freigeschalten, aber was eben wichtig ist, ich wollte euch noch einmal den Krieg zeigen. Da sehen wir, dass wir inzwischen zum ersten Mal halbwegs Gleichstand haben bei der eingesetzten Mannstärke. Das war bis jetzt eben nicht so. Aber dass die Sozialistische Republik einfach inzwischen 477.000 Mann verloren hat. Und die haben immer noch so viel auf dem Feld. Aber wir sind bereits bei einem Kapitulationsfortschritt von 74%. Und sie kämpfen eben gegen die Italienische Republik, die bis jetzt noch fast gar nichts abbekommen hat. Das heißt, dieser Sieg ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Die Altgardisten bestehen vor allem aus altgedienten Generälen aus dem Ersten Weltkrieg oder auch Großgrundbesitzern, den Junkern. Sie alle gehören einem eher konservativen Etablissement an und versuchen nichts zu reparieren, das nicht kaputt ist.
Fairerweise werden wir die Armee natürlich trotzdem in Teilen etwas verstärken und an die neuen Gegebenheiten anpassen müssen. Wir können jetzt hier mit diversen Möglichkeiten den Einfluss der Altgardisten erhöhen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir hier bei unseren Foki wiederum teilweise den Einfluss der Altgardisten verringern. Das bedeutet, wir verkaufen uns quasi mit politischer Macht den Einfluss, um ihn dann hier gegebenenfalls für bestimmte Aspekte, die wir als sinnvoll erachten, eben zu verringern. Und da müssen wir eine gewisse Balance halten. Da stehen wir jetzt wirklich vor vielen schwierigen Problemen bzw. Entscheidungen. Wir könnten nämlich hier einmal optimierte Mobilisierung runtergehen und dann den negativen Attributsieger des Ersten Weltkriegs komplett loswerden. Dann würden wir extrem viel mehr Erfahrung bekommen. Allerdings sind wir jetzt schon bei 75%. Das heißt, der marginale Mehrwert wäre nicht so groß, während wir hier ziemlich viele Militärfabriken bekommen. Ich habe aber schon im Auge, dass wir das so schnell wie möglich haben müssen, weil es dann eben einen größeren Effekt hat, selber aber bei den Militärfabriken. Das heißt, ich würde jetzt einmal die Militärfabriken wählen und dann versuchen, hier einmal weiter runter zu gehen, um dann eben unser Militär wirklich auf den neuesten Stand bringen zu können. Wir können aber auf jeden Fall schon mal den Einfluss erhöhen, indem wir mit den Bundesländern verhandeln, die Motivation im Reichstag wecken und Entwurf neuer Studien zur Bedrohungsanalyse veröffentlichen. Und da wir noch ein paar Punkte übrig haben, unterdrücken wir auch noch nebenher die Sozialdemokraten. Und Italien hat tatsächlich kapituliert. Es gab gegen Ende noch einen wunderschönen Kessel, den ich gerade eigentlich erobern wollte. Aber das Schöne ist, das Königreich Sizilien scheint sich hier extrem gut ausgedehnt zu haben und die Sozialisten sind auf jeden Fall von der Karte verschwunden, was natürlich die Franzosen etwas unter Druck setzen wird. Und wir können uns jetzt vollumfänglich dann auf New York konzentrieren. Da ist eigentlich mein Ziel, dass wir angreifen und dann so lange wie möglich im Gefecht bleiben. Dafür bräuchten wir tatsächlich mal einen hohen Durchbruchswert, der da tatsächlich mehr oder weniger ausreichen kann. Wir werden hier aber realistisch gesehen nur durchkommen, wenn wir irgendwie Luftüberlegenheit ranbekommen. Und das scheint aktuell noch nicht so ganz zu funktionieren. Das heißt, wir werden das weiter beobachten. Jetzt müssen wir aber erstmal ganz kurz einen Blick nach Italien werfen. Dort gab es nämlich direkt den nächsten Krieg und das italienische Reich wurde eben ausgerufen. Das ist natürlich jetzt so eine Frage, was wir machen, weil einerseits war es uns jetzt wichtig, die Syndikalisten loszuwerden. Wer von den beiden jetzt den Krieg gewinnt, ist dann nochmal relativ egal. Ich schätze mal, keiner von denen wird sich uns anschließen. Dementsprechend mische ich mich da jetzt mal nicht weiter ein. Vielleicht machen wir es später, um Armeeerfahrung zu sammeln. Aber wir überlassen die jetzt erstmal ihrem Krieg. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn unsere Waffen, die wir da runtergeschickt haben, dann doch noch ein bisschen aufgebraucht werden. Ich fühle mich da nicht ganz so wohl, wenn zu viele Waffen im Ausland liegen. Hauptsache, die Syndikalisten sind erstmal weg. Wir haben jetzt noch einmal weitere Waffen an die USA geschickt, da dieser Krieg wirklich erstaunlich viel Verschleiß erzeugt, was natürlich ein bisschen problematisch ist. Was wir jetzt aber gemacht haben, ist Folgendes. Wir haben neue Jäger und Jagdbomber in die USA geschickt, da wir tatsächlich inzwischen 4 Flugzeuge schicken können. Und dann habe ich festgestellt, dass New York tatsächlich in diesem Luftbereich ist. Das heißt, wir haben einen Jäger und 3 Jagdbomber. Der Jäger sichert hier die Luftüberlegenheit und die Jagdbomber sollten dann theoretisch hier tatsächlich Schaden hervorrufen können. Darauf war wir jetzt einmal, dass die Amerikaner den Angriff hier abbrechen. Das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Jetzt greifen wir an und hoffen, dass die Luftwaffe in irgendeiner Art und Weise agiert. Das scheint leider noch nicht der Fall zu sein. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich noch etwas abwarten, bis die Luftwaffe tatsächlich Luftüberlegenheit gesichert hat. Oder es ist tatsächlich ein bisschen problematisch, in diesem Bereich zu kämpfen. Da klicken wir noch einmal speziell auf New York und es scheint mir hier ein wenig tatsächlich verbuggt zu sein. Wenn wir in diesem Gebiet hier nämlich angreifen, bringt es leider auch nichts. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir New York gar nicht wirklich erobern können, da hier einfach die Flugzonen ein wenig merkwürdig sind. Dementsprechend würde ich sagen, wir schauen jetzt, wo das nächste Supply Hub ist, das ist in der Nähe von Chicago, und versuchen dann, unsere Verbündeten hier im Norden weiter zu unterstützen. Die amerikanischen Syndikalisten sind tatsächlich kollabiert, das ist spannend. New York City ist gefallen. Wie haben die das geschafft? Okay, interessant. Offensichtlich haben die Angriffe der Einheiten ausgereicht oder auch nicht. Spannend, aber da drüben war eh alles ein bisschen verbuggt. Wir wollten gerade versuchen, hier weiter vorzurücken, aber es hat wohl komplett ausgereicht, um die Syndikalisten jetzt auszuschalten. Und dementsprechend würde ich sagen, ich begebe meine Truppen nicht unbedingt ins Niemandsland ohne Supply, sondern versuche jetzt hier an die Westküste vorzurücken. Dort haben wir keinen wirklichen Flughafen, aber wir sehen, dass die verbündeten Amerikaner hier sehr, sehr dünn tatsächlich besetzt sind. Dementsprechend können 4 weitere Truppen tatsächlich helfen und wir müssen nur 2 Provinzen weiter vorrücken, auch wenn es im August hier vielleicht ein bisschen warm werden könnte.
Wir versuchen jetzt durch dieses Gebirge zu kommen, nicht weil das sonderlich sinnvoll wäre, da drüben ist kein Hafen, sondern weil die Gegner hier keine Stärke und keine Organisation mehr haben. Also wir kämpfen quasi gegen nur ein Fünftel einer Einheit und dagegen sollten wir natürlich halbwegs durchkommen. Wir haben trotzdem das Problem, dass ihr Verteidigungswert natürlich durchs Gebirge sehr, sehr hoch ist, aber wir fügen ihnen natürlich trotzdem Schaden zu und wenn es nur ein Viertel ist, jetzt ist es aber dann eben sehr, sehr wichtig, dass wir so schnell wie möglich vorrücken und dann eben Santiago erobern. Um hier, und da könnten wir jetzt versuchen, eine Einheit zu nutzen, um die Einheit hier zu pinnen, dass er uns da nicht reinrennt. Da können wir jetzt eine Einheit nutzen, um den hier wiederum zu pinnen, sodass unsere Truppen hier problemlos durchlaufen können. Wir dann nicht nur ein Kessel bilden, sondern tatsächlich in diesem Gebiet hier. Und oh, die Front scheint tatsächlich zu funktionieren, auch wenn sie jetzt hier eher nervig ist. Auf jeden Fall können wir damit ein Kessel bilden, dieses Gebiet hier sichern. Und wenn wir jetzt noch schnell nach Los Angeles vorrücken könnten, dann haben wir hier noch einen zweiten Hafen. Und das bedeutet, die Gegner haben wiederum zwei weniger und sollten es dann relativ schwer haben, um hier überhaupt versorgt zu werden. Ist mal wieder Seelandstag, wunderschön. Und wir haben jetzt hier eine sehr, sehr gute Ausgangssituation in den USA. Wir haben hier wirklich massiv gute Boni. Zum Beispiel können wir die maximale Ausbildung erhöhen. Das ist ein Bonus, den ich selten gesehen habe, der aber wirklich sinnvoll sein könnte, sodass unsere Truppen direkt zu Kriegsbeginn relativ stark sind und eben höhere Erfahrung haben, was vor allem beim Kampf über Flüsse, Forts und so weiter von Bedeutung sein kann. Deswegen überlege ich tatsächlich, ob wir diesen Bonus auch noch nehmen. Jetzt nehmen wir natürlich erstmal die Weltkriegserfahrung. Was wir aber auch machen können, ist, dass wir hier den politischen Zuwachs tatsächlich opfern, um stattdessen entweder den Anstieg der Produktionsleistung, der Fabrikleistung zu haben, was extrem gut ist, weil es bedeutet einfach, dass wir mit den vorhandenen Fabriken deutlich mehr produzieren. Wir können aber auch hier einmal die Baugeschwindigkeit der Militärfabriken um 15% erhöhen und das halte ich aktuell mal noch für sinnvoller, dass wir nämlich so schnell wie möglich noch einiges an Fabriken produzieren können, bevor der Krieg dann eben losgeht, um dann, wenn wir nochmal die 1940er Einheiten produzieren mit den vorhandenen Fabriken, dann switchen wir eben auf den anderen General, um die Güter dann schneller zu produzieren. Die USA scheint so gut wie gefallen zu sein. Wir sehen aktuell, ja, dass wir quasi nur noch nach Norden marschieren, ohne jeden Widerstand, was bedeutet, dass der amerikanische Bürgerkrieg, der zweite, tatsächlich vollendet ist. Die Frage ist nun, was wir nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs machen. Einerseits sollten wir natürlich unsere Truppen weiter trainieren lassen. Das bedeutet, wir könnten beispielsweise versuchen, hier in Indien noch gegenzuhalten, um die Kommunisten dort aufzuhalten. Das scheint mir aktuell am sinnvollsten. Ansonsten sehen wir keine Syndikalisten auf der Welt. Was auch bedeutet, dass wir uns, abgesehen von Indien, wo wir jetzt dann wahrscheinlich gleich Truppen hinschicken werden, wir uns jetzt um unsere eigene Armee kümmern. Dafür hebe ich gerade nochmal einiges an Truppen aus. Das hat aber gezeigt, dass es mit den Ressourcen etwas knapp wird. Und zwar sollten wir natürlich dann die richtigen Einheiten ausheben. Und wenn wir das bei allen unseren Divisionen machen, dann sehen wir relativ zügig, dass wir in ein kleines Defizit bei Waffen und natürlich auch bei Männern reinlaufen werden. Das dauert jetzt einen Moment, bis sich das einmal aktualisiert hat. Und das wiederum bedeutet, wir müssen langsam aber sicher unsere Wehrpflichtgesetze erhöhen, um mehr Truppen rekrutieren zu können. Wir müssen mehr Truppen rekrutieren und wir müssen uns tatsächlich mal einen Plan machen, weil ich möchte beispielsweise hier zum einen zwar die Bunker ausbauen, aber ich möchte auch eine Rückzugslinie hinter dem Rhein für den Fall der Fälle. Ich möchte hier die Flughäfen weiter ausbauen und gegebenenfalls können wir sogar auf moderne Technologien wie auch Radarstationen setzen. Wir nähern uns immer weiter dem Krieg und jetzt kommt langsam die Frage, was sind so die letzten Technologien, die wir noch erforschen, bevor es dann wirklich losgeht. Wir haben ja die Panzer, was ich auf jeden Fall noch haben möchte, sind die Pioniere. Die könnten wir aber theoretisch auch noch im nächsten Schritt erforschen. Ich tendiere aber dann doch gerade sehr dazu. Ebenfalls wichtig wäre die verteilte Industrie, weil das die Beibehaltung der Produktionsleistung erhöht, Produktionseffizienz und den Fabrikoutput, was eben dafür sorgt, dass wir die neuen Waffen etwas schneller produzieren. Aber ich denke, 100 Tage, das könnte alles ganz schön knapp werden, auch wenn wir durch die Bürgerkriege, die jetzt beendet wurden, tatsächlich die weltweite Spannung etwas reduziert haben. Ist es eben dann doch so, dass sie spätestens im August 1940, soweit ich weiß, angreifen können. Das heißt, wir sollten schon langsam aber sicher darauf achten, dass wir fertig werden. Wir sollten aber auch darauf achten, dass wir dieses Kriegsvorbereitungsgesetz durchbekommen. Deswegen fördere ich jetzt noch die imperiale Leichtindustrie.
dass wir die nötigen Industrieprojekte abschließen können und danach versuchen wir noch die Foki abzuschließen, die hier eben auf dem Plan stehen. Es gibt noch so viel mehr, die unglaublich stark wären. Ich habe sie ja immer wieder angesprochen, aber ich denke mal, wir konzentrieren uns jetzt primär auf dieses Gesetz und werfen dann auch industriell, nachdem dann hier die nächsten Häfen abgeschlossen sind, tatsächlich mal einen Blick darauf, auf die Verteidigungslage und auch auf die Aufklärung etc. Es ist auch an der Zeit, dass wir endlich anfangen, Panzerdivisionen auszuheben. Da versuche ich es jetzt mal mit einer ganz klassischen 30er Frontbreite, also erstmal nichts sonderlich Besonderes. Ich werde hier auch nicht auf Artillerie setzen, da wir schon die Artillerie in den Panzern haben. Ist natürlich noch eine Überlegung wert, ob wir später extra Luftabwehr einsetzen, da ja der Feind wahrscheinlich doch noch zu Beginn mehr Luftwaffe haben wird als jetzt. Das ist aber aktuell das Template, mit dem wir arbeiten werden. Das ist auch extrem teuer. Ich werde das Ganze aber noch auf 40er Frontbreite erweitern, das heißt, wir müssen da jetzt nichts großartig austauschen in naher Zukunft. Wir sollten aber auf jeden Fall jetzt mit der Produktion beginnen, da wir eben sehen, dass uns tatsächlich die Flak fehlt. Das spannt aber natürlich auch die mittleren Panzer, deren Produktion wir jetzt dann auch relativ zeitnah noch erhöhen sollten. Ebenfalls erhöhen sollten wir die Anzahl der Männer. Das bedeutet, wir versuchen dann auch vielleicht die Produktion der Panzer einmal zu bevorzugen. Aber solange die jetzt erstmal fortschreiten, ist das in Ordnung. Das heißt, das sind lauter Kleinigkeiten, um die wir uns noch kümmern müssen, um dann eben demnächst kriegsbereit zu werden. Wir müssen auch schauen, wie wir das handhaben mit der Political Power, weil wir jetzt ja unbedingt noch diese ganzen Industrieprojekte umsetzen müssen, aber gleichzeitig auch noch die Wehrpflichtsgesetze erhöhen müssen. Wichtig ist aber auch, wir haben es tatsächlich hier nach Indien geschafft und wir könnten jetzt mal versuchen, mit unseren Einheiten hier vorzurücken. Und das sieht ja schon mal sehr angenehm aus, da wir den Gegner natürlich technologisch total überlegen sind. Ist aber sehr wichtig, weil wir dadurch weitere Armeeerfahrungen sammeln. Ich würde aber sagen, das war es jetzt mit dem Part. Das war ein bisschen chaotisch. Eigentlich wollte ich schnell diese Bürgerkriege zu Ende bringen und mich dann ein wenig auf den französisch-deutschen Konflikt vorbereiten. Allerdings kam dann doch noch mal ein bisschen mehr dazwischen, als ich dachte. Wir haben aber unsere Armee auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgebaut. Die Forschung ist auch zufriedenstellend. Wir haben auf jeden Fall mehr als genügend Militärfabriken. Wir müssen sie vielleicht jetzt noch im Detail ein bisschen anpassen, aber ich bin vor allem mit unserer Luftwaffe ziemlich zufrieden. Noch nicht ganz, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. Es wird ein bisschen knapp mit dem Gesetz. Das habe ich nicht ganz auf dem Schirm gehabt, aber wir werden das natürlich auch weiter beobachten und abwägen, ob das noch hinhaut und ob wir gegebenenfalls noch ein bisschen auf die Soldaten verzichten müssen. Ihr seht also, wir stehen also vor vielen wichtigen Entscheidungen und daher bin ich mir ziemlich sicher, dass der nächste Part auch wieder extrem spannend werden wird. Ich hoffe aber, dass es euch heute gefallen hat. Letztes Mal habe ich es nicht erwähnt, ihr habt trotzdem das Video massenweise geliked. Es gab dann sogar noch eine theologische Debatte in den Kommentaren. Das freut mich natürlich immer extrem. Ich kann euch aber schon mal sagen, wir werden auf jeden Fall nächstes Mal zumindest zum Kriegsbeginn kommen. Wir werden wahrscheinlich auch schon die ersten Schlachten sehen. Da freue ich mich natürlich extrem drauf und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.